Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
ist von denen, ja? Ja. Das war auch ein meiner großer Wunsch, mal sowas auch in der Hand zu haben, und die waren dann auch mit dabei, das leihweise mal für eine halbe Stunde zur Verfügung gestellt bekommen. Mhm. Hat auch damit geschossen auf einen Baum, ne? Baum, der bei uns da unter dem Grundstück steht. Hat den Stamm durchschossen. Mhm. Das sehen Sie dann auch jetzt gleich im Bild. Unheil anrichten, wie dem wir das in die Hand bekommt. Das ist klar, das wäre natürlich gefährlich. Das Gebiet war auch hermetisch abgeriegelt mit der Energieschirm, also da konnte keiner hin. Ja. Aus was für Metall hat man das rausbekommen, jetzt diese angefährt? Die Waffe, aus was für Metall die ist? Wahrscheinlich nicht auf der Erde vorkommen, ne? Das ist nicht bekannt. Jedenfalls ist es federleicht, Sie sehen es. Ja. Lässt mal so mit Finger laufen, also die muss unheimlich leicht sein. Genau. Ist bei uns eine kleine Gaspistole weiter schwer. Ja. Das Ding ist schon einige hundert Jahre nicht mehr gebraucht. Die jetzigen Waffen, die sie haben, sind weitaus kleiner. Mhm. Und da kann nur der damit schießen, dessen Gehirnwellenmuster auf die Waffe programmiert ist. Also mit dem kann man keinen mehr haben.
dann eben